Denn diese Border, die kommt richtig schnell, Leute. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben hier. Wir werden sowas von sterben, wenn wir uns nicht beeilen. Die Border wird uns hier einfach zerdrücken. Minecraft Border 2, es geht los, meine Freunde. Wir starten hier direkt wieder rein in Tag 3 von Minecraft Border 2. Es ist heftig. Letzte Folge haben wir ja dieses wunderbare Black Diamond Sword gemacht. Es hat einfach fucking 7,75 Attack Damage. Checkt unbedingt die letzte Folge aus. Es war einfach nur eine unglaublich geniale Folge. Ich würde sagen, diese Folge wird einfach noch krass. Wir werden vielleicht uns einen der ersten Tempel mal anschauen und auf jeden Fall zum Spawn gehen und versuchen, dort ein paar coole Items zu ergattern. Aber an sich möchte ich jetzt erstmal hier ein bisschen Rüstung machen. Letztes Mal haben wir ja hier aufgehört direkt und meine Idee war es jetzt erstmal hier, die Öfen aufzustellen, dass wir jetzt hier erstmal unser ganzes Mithril einschmelzen und uns Mithril-Rüstung machen. Andererseits wäre natürlich auch Diamantrüstung jetzt echt nicht schlecht für den Anfang. Ich überlege gerade, Diamantrüstung, Diamantspitzhacke wäre natürlich nicht schlecht für Obsidian oder so irgendwas. Deswegen machen wir erstmal eine Diamantspitzhacke. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Dann machen wir uns eine Diamant-Chestplate auf jeden Fall. Und dann sollten wir erstmal good to go sein. Die Mithril-Chestplate, können wir damit irgendwas machen? Wir können die nur enchanten und dann würde ich sagen, werfen wir die einfach weg oder so irgendwas. Kein Plan, was wir damit machen. Das Mithril schmelzen wir erstmal weiter durch und hier unten packen wir erstmal ein bisschen was von unserem Eisen nochmal rein. Mithril an sich haben wir ja genug. Ich hoffe, dass das auch hier ausreicht, dass wir uns daraus eine richtige Rüstung machen können. Ansonsten gibt es hier noch ein paar coole Waffen, die ich gerne machen würde. Wir brauchen dafür aber Concrete, Sand und das wird alles ein bisschen teuer. Aber an sich habe ich Bock auf die heutige Folge. Es könnte richtig, richtig cool werden und ich hoffe, wir sterben diese Folge nicht. Das wäre nämlich sehr belastend. Warum kann ich hier nicht so viel auf einmal so viel Iron Chunks reinmachen? Kein Plan. So, hier haben wir schon mal direkt mal 7 Mithril. Das heißt, wir können uns daraus direkt mal hier eine Hose machen. Mein Ziel wäre es als nächstes auf jeden Fall auch hier die Obsidian-Rüstung zu machen. Hier, die da. Obsidian-Helmet und so. Weil die echt OP ist. Wir müssen dafür nur Obsidian finden, das einmal durchschmelzen. Das sollte eigentlich gar nicht so schwer sein. Und ich glaube, wir sind sogar im Verhältnis relativ gut ausgestattet jetzt hier. Im Gegensatz zu den anderen Leuten. So, klappt das hier mit dem Schmelzen? Ich hoffe es doch mal sehr. Eine Kiste könnten wir uns machen, aber finde ich jetzt gerade ein bisschen zu faul für. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier vorne direkt weiter auf Strip-Mining-Gang. Auf Strip-Mining-Gang, was geht bei mir denn ab, Leute? Auf Strip-Mining meine ich natürlich, auf Strip-Mining-Tour. Die Border müsste eigentlich auch schon weiter klein geworden sein, letzte Folge. Deswegen würde ich gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall nicht zu nah hier am Rand der Map bleiben. Und dann auf jeden Fall, wo geht es denn hier ins Zentrum? Das ist das Zentrum. Dass wir hier uns so ein bisschen in diese Richtung bewegen. Ja, das macht Sinn, wenn wir uns hier in diese Richtung graben. Würde ich sagen, geht's mal direkt weiter. Wir haben natürlich hier Basalt. Basalt, oh fuck, das ist Lava, Leute. Das ist Lava. Ich sollte am besten einfach mal hier immer arrested kurz. Okay, was geht da? Ah, er restartet kurz. Alter, hier unser Eisen. Wir haben so viel Eisen, Leute. Das ist so geil. So, wir machen uns erstmal hier nochmal einen schönen Mithril-Helm und natürlich nochmal eine schöne Mithril-Hose. Ich würde sagen, wir werfen gerade mal den Marble hier weg. Und dann sind wir hier eigentlich schon direkt fast komplett full equipped, was auf jeden Fall sehr OP ist. Ich würde sagen, wir packen mal hier ein bisschen Essen rein. Was können wir mit Mithril denn eigentlich noch machen? Wir können da eigentlich auch sonst nur Sachen rausmachen, die wir mit Eisen machen können. Wir könnten uns ein Schild craften. Das ist OP, Leute. Wir machen uns ein Schild. Wir machen uns ein Schild. Ich habe gerade das Rezept vergessen. Huch. Aber ein Schild ist auf jeden Fall wichtig. Wir sind ja hier im PvP-Projekt. Da sollte man auf jeden Fall ein Schild am Start haben. Wir könnten allgemein mal versuchen, irgendwie Gold zu finden. Oder mal herauszufinden, was jetzt hier oben eigentlich für eine Höhle ist. Weil wenn da oben Lava ist, heißt das, dass da eine Höhle ist. Und Höhlen sind meistens immer was Gutes. Würde ich jetzt mal behaupten. Warte mal. Ist hier... Oh Gott, da ist Lava. Sehr gefährlich auf jeden Fall. Aber das ist so geil, dass jetzt hier direkt Lava ist, Leute. Wisst ihr warum? Da vorne ist Wasser. Das heißt, sie haben uns diese ganze scheiß Rüstung hier umsonst gecraftet, weil wir jetzt einfach hier direkt Obsidian-Rüstung machen können. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, den ich gerne machen würde, bevor ich mich jetzt hier irgendwas anderem widme. Dann, was würde ich sagen, machen wir als nächstes mal hier uns einen Eimer. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch etwas Wasser. Der Minecraft-Pro wird wissen, was wir jetzt hier vorhaben. Und zwar werden wir jetzt hier runtergehen, Wasser platzieren. Oh, das war ein bisschen fail. Hier Wasser platzieren.
und hier erstmal alles mit Obsidian voll machen, dass wir das jetzt hier gleich wunderbar abbauen können. Und dann haben wir richtig viel Obsidian für unsere Rüstung. Denn die Obsidian-Rüstung ist wirklich ziemlich stark, wenn nicht sogar die stärkste Rüstung hier im gesamten Modpack. Spitzhacke hin. Wir brauchen jetzt hier genug Platz im Inventar. Weil jetzt machen wir einfach Trick 17. Wir nehmen einfach hier unsere Öltaste mit Excavate und bauen jetzt das Ganze hier ab. Das dauert natürlich jetzt Ewigkeiten. Aber dann bekommen wir direkt den ganzen Obsidian, den wir hier abbauen können. Zack, habt ihr gesehen, Leute, wie easy das war? Komplett entspannt. Komplett entspannt, direkt hier Stack Obsidian gefarmt. So muss das laufen, Leute. Jetzt bauen wir uns schon fast mit einem Mithrilrohr hier rum. Als wenn wir so reich wären, Leute. Aber ich würde sagen, unsere Obsidian-Rüstung ist uns auf jeden Fall schon mal sicher. Wir packen das einfach direkt hier rein. Aber wir können hier immer nur einen halben Stack drin machen. Deswegen, jetzt checke ich das, was nur ein halber Ofen ist. Ist Balancing technisch eigentlich eine sehr coole Sache hier, wie das gelöst wurde von dem Modder. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier nebendran so viel Obsidian brauchen. Wir brauchen 32. Da brauchen wir gar nicht so viel von. Wir sind hier in der Nähe. Wir sind am Spawn. Wir sind bei der Border, Leute. Die Border kommt. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal hier alles stehen und liegen. Denn diese Border, die kommt richtig schnell. Also wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben hier. Wir werden sowas von sterben, wenn wir uns nicht beeilen. Die Border wird sich einfach zerdrücken. Geht das hier überhaupt in die Richtung? Aber auf jeden Fall jetzt hier noch schnell an die Oberfläche zu kommen und irgendwie diese blöde Obsidian-Rüstung zu machen. Weil wir brauchen ja noch einen Titel für die Folge. OP Obsidian-Rüstung Crafted oder so irgendwas, Leute. Deswegen ist das jetzt hier mein einziges Ziel, irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Ich glaube, wir sind dieser Ziel jetzt gerade schon etwas näher gekommen, weil wir jetzt hier endlich nur noch Dirt haben, was wir abbauen. Aber ich sehe Licht, Leute. Das ist doch mal was. Jetzt haben wir unser Betrieb natürlich weggeworfen. Ist mir jetzt aber gerade auch verdammt nochmal egal. Wir wollen einfach nur hier unsere wunderbare Chest. Oh. Die Folge ist beendet, Leute. Ich würde sagen, ich baue jetzt gerade nochmal hier schnell mein Crafting-Table und mache mir hier wenigstens den Anfang der Obsidian-Rüstung. Das als Symbol hier dafür, dass wir jetzt anfangen mit dem Gameplay. Es geht auf Killjagd, Leute. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf mehr Minecraft-Border. Ich würde sagen, das war's für heute. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.